Ach ja, herrlich ist. Also das Spiel, es ist wirklich, es ist einerseits ein bisschen gruselig, wirklich, wenn da so riesen Spinnen auf einmal auf einen zu kommen. Andererseits ist das Spiel einfach genial. Aber ich, also Alter, das Spiel, das macht, es macht Fun, also so viel steht fest, weil diese Rätsel wirklich, sie sind eigentlich relativ einfach alle, aber auf eine ganz witzige Art und Weise hier dargestellt. Jetzt habe ich auch gemerkt, dass ich auf dem Stein balancieren muss. Also, ne, la, 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 la. Der Steinexpress ist da. Oh, nicht schon wieder so eine Spinne. Aha, Schitte. Alter, wo kommen diese Spinnen immer her? Die machen mir Angst. Das ist unheimlich. Ach Mann, ich springe jetzt immer ein bisschen zu weit nach hinten. Ich muss erstmal wieder ruhiger werden von diesen ganzen Spinnen hier, weil eins muss ich sagen, ich hasse Spinnen wie die Pest, ne? Bin ich ganz klar. Wenn ich ein Tier nicht mag, dann sind es Spinnen. Aber wir können den Stein ja nicht schneller rollen. Weshalb ich mal vermute, dass wir hier alles richtig machen. Stein, roll, roll. Das ist wirklich Spinnensoufflé. Na, wenigstens sind wir die Spinne losgeworden. Hoffe ich zumindest. Schnell weiter. Heilige Scheiße, ey. Diese Spinnen, die sind ja echt. Na super! Mensch, den haben sie gerade schon aufgehangen. Ach nö. Uns haben sie gleich auch mit dazu gehangen. Wie komme ich denn da schnell wieder weg? So zum Beispiel. Und jetzt Tarzan. Ja. Und komm, hopp, hoch hier. Weiter geht's. Heilige Scheiße. Alter, ist das knapp hier. Ja. Jetzt hier drauf springen. Jawohl! Mensch! Wenigstens ein Rätsel, das geklappt hat. Ja, bis zum bitteren Ende hat's geklappt. Lecker! Mensch! Also, der prädestinierte Hosenzieher mit gleichzeitig Ausspießen hier gerade. Wir müssen also hier gegenspringen, dann hier drauf. Draufkommen, wollte ich gerade sagen. Alter, wer hat hier so viel gerodet, Mann? Der hat hier ja wohl Langeweile. So, jetzt hier drauf. Hier ran. Weiter. Der Stein kam ja gerade recht. Also hier scheinen Besucher nicht wirklich willkommen zu sein, fürchte ich mal. Also, ne, ich meine ja nur Riesenspinnen. Irgendwelche Fallen, also. Ich habe Angst. Da will ich jetzt nicht hin. Da ist eine mechanische Spinne, verdammt. Das ist gar keine echte Spinne. Was ist denn das für ein Scheiß, ey?
Warum kippen wir immer um, wenn wir das, wenn die das Bein hebt? Haha! Voll gegen die Fresse. Also, die kann uns ja nicht angreifen. Aber wir müssen, glaube ich, nur dagegen rennen, aufstehen und dann da durch. Na, leichter gesagt als getan. Es geht nämlich gar nicht. Weil immer, wenn wir Druck ausüben. Ja, Nanu, wer war das denn? Komm mal her, Kumpel. Ich find's witzig, aber komm mal her, Freund. Wo bist denn du? Wir finden dich sowieso. Brennende Autoreifen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, der ist hobbylos, hör mal. Der ist ganz schön hobbylos. Ja, verdammt, ich würde mal sagen, wir sind eiskalt ins Feuer gerannt. Wir müssen hier doch irgendwie aber durchkommen können, verdammt. Also wer sind die, verdammte Hacke? Wer sind die und was wollen die von uns? Finden die sowieso. So viel sei gesagt, hoffe ich. Weil ich denke, ich weiß es nicht. Weil ich habe keine Ahnung. Oh, schon wieder einen gehangen. Ist ja super. Lecker. Also die mögen uns wohl nicht, habe ich so das Gefühl. Mit Bärenfalle glatt entsorgt, verdammt. Ja, wie kommen wir hier weiter, ohne dass wir hier glatt dran glauben müssen? Wie kommen wir hier weiter? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir gehen hier irgendwie immer drauf gerade. Können wir irgendwie schneller laufen? Nee. Hat ja alles keinen Sinn eigentlich. Auch wenn wir zurücklaufen, würde das, glaube ich, nichts bringen. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Wie wird das Ding ausgelöst, verdammt. Ah, okay. Ich habe jetzt eine Idee, wie es geht. Oh, er hat eine Idee. Nein. Jawohl, ich habe eine Idee. Nummer 1 wird ausgelöst. Nummer 2 wird ausgelöst und wir kommen nicht weit genug weg. Okay. Falsche Idee. Aber wir müssen das so ähnlich machen, nur wir müssen in die andere Richtung da weiter rennen. Lauf, lauf. Na, Mann. Das Ding beißt uns echt hier einfach bei uns im Arsch fest, ja? Können wir uns denn irgendwie ducken oder sowas? Nee. Die Idee ist richtig. Aber das Ding wird weggeworfen. Da ist das Problem. Und wenn wir danach geradeaus in die andere Richtung wieder laufen, kriegt uns das Ding auch. Oder wir laufen zu weit in die andere Richtung. Das kann natürlich auch sein. Ach man, wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Erste Ding verfehlt uns knapp. Zweite Ding verfehlt uns ebenfalls. Seil wird erwischt.
Klettern ist nicht. Weil irgendwelche Idioten haben gekappt Seil. Also wir müssen weiter laufen. Schade. Ich kletter lieber als laufen, aber egal. Aufpassen auf neue Fallen, würde ich eher sagen. Super, eine Riesenspinne. Ehrlich, super. Ich freue mich, ja. Na super, jetzt brauchen wir auch noch die Spinne oder was? Sind die bescheuert? Ah, misslungen. Es war klar. Ich hasse dieses Geräusch. Ey, das macht mich total kirre. Und vor allem, was war. Alter. Das Spiel ist doch nicht jugendfrei. So, ich kann mich ja nur hier hinstellen und warten, dass die Spinne da drauf tritt. Dann muss ich da gleichzeitig mitspringen, vermutlich. So in etwa. Stelle ich mir das Ganze gerade vor. Scheiße, 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 scheiße. Also der Stein killt die Spinne und wir müssen irgendwie auf den Stein drauf kommen. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also ich habe anfangs, wenn ich nicht gerade ertrinke, genug Zeit. So, hep, hep, hep. Okay, wie soll das mit dem Stein funktionieren, verflucht? Ich check's echt nicht. So, Spinne, jetzt latsch voll drauf. Alter Vater, ist das knapp hier. So, jetzt hier rüber. Jetzt muss ich diesen Stein da oben auslösen. Und gleichzeitig vermutlich auf den Stein springen oder was? Der nimmt mich glatt mit. Egal was ich mache, der nimmt mich mit. Wie komme ich da drüber? Will ich da jetzt noch wissen? Wir haben noch 5 Minuten in dieser Folge und sind nicht wirklich weit gekommen im Gegensatz zur ersten Folge. Weil wir ein paar Sachen einfach zu oft wiederholen mussten. Aber ich habe auch keine Ahnung, was ich da anders machen muss. Also ich check's jetzt ganz ehrlich nicht, was ich da falsch mache momentan. Ach, so wie das hier zum Beispiel. Komm Spinne, piekst uns auf. Lecker. Junge am Spieß. Wer mag das denn nicht? Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Komm, ein Versuch jetzt noch und danach muss ich Aufnahmepause machen. Alter, was ein Scheiß, ey. Ich komme an diesem Scheißstein nicht vorbei, spätestens. Das ist so ein Shit. Weil ich weiß echt nicht, was ich da anders machen muss an dem Stein. Ich kann ja schlecht warten, dass die Spinne für mich den Stein aufhält. So, jetzt diesmal ist es knapp. Wirklich knapp. Okay, die Spinne ist aber abgespürt. Na, super. Meine erste Idee war richtig. Einfach verstecken. Scheiß auf die Spinne. Alter, und dafür mal krieg ich so einen halben Herzkasper hier. Das ist ja auch nicht normal.